Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind hier stehen geblieben und ich habe gerätselt, wie ich an diesen Hebel hier unten komme. Und ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen jetzt einfach mal hier am Hebel und lassen uns mal überraschen, was passiert. Chanten können wir auf jeden Fall nicht. Flummi-Bonbons habe ich eingesteckt bzw. ausgerüstet. Hier ist nämlich komplett zu, aber hier wäre ich ja drüben noch rumgekommen, das stimmt. Vielleicht beim nächsten Versuch mal gucken, wie viel wir brauchen. Ich treffe den nicht. Jetzt habe ich ihn. Ja, der ist K.O. Er bleibt nur da hinten stehen. Haben wir auch bekommen. Kann es ja noch nicht gewesen sein. Der steht gleich wieder auf. Also nochmal zack auf den. Der da hinten bestimmt auch bald. Ich sehe es nicht genau von hier. Mal gucken. Ich glaube, jetzt ist er auf... Ja. Sind es jetzt wirklich nur die beiden? Dann wäre es ja wirklich relativ easy. Da haben wir uns einen perfekten Standort rausgesucht. Aber es sieht erstmal gut aus. Also es läuft doch bisher ziemlich geil, aber es werden noch ein ganz paar Ebenen sein und irgendwo ist dann der eine Slick, der alle abballert. So, wir haben es geschafft. Müssen wir mal gucken. Erstmal fix den hier kaputt machen. Mal schauen, ob wir den fesseln können. Ne, nicht chanten. Wir können nur stehlen. Hat er Klebeband dabei? Ja, er hat Klebeband. So, dann haben wir den gefesselt. Müssen wir es schaffen, irgendwie den da oben auszuschalten, ohne dass der zuerst runter guckt. Haben wir? Jetzt lass den noch ein bisschen Klebeband einstecken haben und dann sind wir doch sicher. Bitte Klebeband, bitte Klebeband. Jawohl. So, wir haben es. Da hinten warten schon wieder die nächsten, aber... Ja, na klar, der kommt jetzt natürlich hervor. Warum auch nicht? Bei dem kann ich einfach gar nichts. Scheiße, ich kann nicht mal stehlen. Das ist schlecht, dann brauchen wir ein Fitzy Pop. Ist der jetzt nur betäubt oder stirbt der? Ne, der erholt sich auch durch das Fitzy Pop wieder. Mist. Boah Gott, da müssten wir ja 10 Stück drauf werfen, damit der stirbt. Wir haben noch Fitzy Boom. Ist das ein klebriges Fitzy Boom, ne? Mir wäre es schon lieb, wenn der weg ist. Wie viel zieht denn das ab? Das reicht. Da lacht der kleine Ape. Lebt das auch an den Slicks? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Na, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Hui. Wäre fast noch schief. Jetzt kommt der nächste. Ach, da oben ist so ein Unendlichkeitsding. Das bringt gar nichts, was ich die ganze Zeit mache. Jetzt habe ich es erst gesehen. Kommt der hier runter? Nee. Gut. Das heißt... Ja doch, der könnte hier runterkommen. Die Stange ist da. Wenn ich jetzt diesen hier mache, dass der aggro wird. Suchen mal irgendwie hier. Nee, ich krieg das nicht in die Höhe geschossen. Bleib bei Mittel hängen. Na, geh weg, geh weg. Gut, wir belassen es erstmal dabei. Ach so, wir müssen warten, bis einer damit hinterfährt. Deswegen sind da unendlich. Müsst mal nur mal gucken. Ach, shit. Explodier doch. Nein. Ah, Gott. Kommt runter, Mudus. Ah, das Ding ist ja direkt... Shit, wir haben keine mehr. Das Ding fährt ja direkt wieder runter. Ah, wir haben gerade viel zu viel Ressourcen verballert. Nur weil ich dachte, ich kann die ausschalten. Das war doof. Das war richtig doof. Ah, und das war noch viel döver. Och nee, jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Shittens, Entschuldigung. Ja, ich habe mich wirklich doof angestellt. So, hier war alles voll. Wie wir den da oben jetzt kriegen, ich habe echt keine Ahnung. Wir müssten dazu den Hebel hier drüben aktivieren, aber wie ich an den Hebel rankomme, weil ich kann diese Stangen selber nicht benutzen. Und auch hier lang. Ah, Moment. Fitzy Boom wird's regeln.
Müsste doch so ein Ding sein, was kaputt gehen kann, oder? Verdammt. Wenn man Fitzy Boom versteckt. Aber das hier drüben ja auch nicht. Nee, gut, dann weil. Ach stimmt, hier waren wir schon. Hat es bloß nicht mitgespeichert, als ich letzte Folge beendet habe. Nee, gut, dann weiß ich es auch nicht. Ich hätte gedacht, ich krieg das Ding vielleicht kaputt. Die Wand daneben wird es auf jeden Fall nicht sein. Wenn, dann waren das ja immer so eine Gitterwände bisher. Na gut, dann machen wir den Hebel wieder an. Nappen uns die Steinbonbons. Und machen weiter wie bisher. Müssen wir dann bloß mal schauen, dass wir irgendwie relativ schnell wieder dahinter kommen. So, da oben ist auch ein Fahrstuhl. So, der hat wieder Klebeband dabei. Dann fesseln wir den. Dann warte ich mal noch fix auf den hier. Und bei dem dasselbe Spiel nochmal. Eigentlich erstmal soweit relativ easy. Wir müssen nur dann mal gucken, wie wir am besten... Bin mir gerade gar nicht sicher, ist das Ziel dahinter zu kommen? Oder ist das Ziel dort links reinzukommen? Aber ich glaube eher dahinter, ne? Jetzt will ich mich nicht hier draufstellen, wenn der jetzt hier hinterfährt. Ich glaube, so kommen wir dann früher oder später wieder dahinter. Bleib jetzt einfach mal hier stehen. Oh Gott. Natürlich ein bisschen doof, dass die Mudokons jetzt dort bleiben und die werden jetzt wahrscheinlich gleich alle erschossen. Tut mir leid, aber wenn ihr auch nicht mitkommen wollt, ich kann es nicht ändern. So. Und nu? Kommen wir da hoch noch runter? Ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Geil, und der Typ wird gleich wieder wach. Hm, also müssen wir doch irgendwie an den Hebel kommen. Holding Pen 8. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung wie. Müssen wir doch nochmal gucken. Also wenn hier unendlich Slicks kommen, dann wird es ja was mit den Slicks zu tun haben. Aber chanten kann ich ja eigentlich nicht. Weil, genau deswegen. Ah, ja, natürlich. Hier kann ich auch nicht chanten. Und das Ding direkt. Hm. Müssen wir irgendwie hier reinkommen. Mit Fitzy Boom hat es nicht geklappt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann den Slick hier nicht chanten. Ah doch, ich kann den chanten. Ah, okay, alles klar. Komm, geh da runter. Drück den Hebel. Oder den Schalter. Und dann explodiere. Nein, nicht wieder hoch. Ganz schön hier unten explodieren. Gut. Lösung gefunden. Ah, da hätten wir auch die zwei Mudokons nicht opfern müssen. Aber naja, was will man machen? Ansonsten sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Wir haben 394 gerettet. Also noch nicht ganz, in Sicherheit zumindest erstmal. Mal gucken, wie viele noch sterben. So, komm rein und wir fahren eine Etage weiter hoch. Ah, Mist, hier hätten wir jetzt zwei gebraucht, dann hätten wir wieder dieses, wie hieß es, Gyrul bekommen. Ah, schade. Eigentlich cool gewesen. Versteckt sich hier noch einer? Nee, ne? Glaube nicht. Schade. Wir holen uns noch mal ein paar Steinbonbons. Hier gibt es noch Fitzy Boom oder Fitzy Pop. Haben wir genug? Hier oben Blasters, dann können wir wieder Fitzy Boom draus machen. Klebeband, leere Flasche. Ist auch alles voll. Gut, Hebel ist da unten. Wir haben hier zwei Slicks. Hier müsste ich nicht chanten können. Also müssen wir hoch. Ach so, da oben ist so ein Ding. Sehe ich es erst. Machen wir erstmal diesen. Und dann machen wir diesen. Jetzt gucken wir mal, welche wir davon fesseln können. Den können wir fesseln.
Und den können wir auch fesseln. Dann sind wir die beiden schon mal los. Aber wir haben da unten wieder so ein Endlichkeitsding. Und wo kommt der Strom her? Kabel geht hier lang. Da oben runter. Ach, hier unten Netz weiter. Also wieder so ein Ding. Also brauchen wir wieder einen Slick. Na gut, wir ziehen einfach mal am Hebel und gucken mal, was passiert. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hin. Ach, keine Hubschraubertypen. Den haben wir. Drüben kommt gleich einer hoch. Jetzt würde ich mir gerne erstmal den holen. Und die sind auch nur betäubt dadurch. Nein, lass meine Freundin in Ruhe. Los. Haben wir. Ah, ich kann halt nirgendwo chanten hier, ne? Die sind halt nur so wirklich extremst wenig betäubt dadurch. Weiß gar nicht, schießen diese Flugtypen überhaupt auf unsere Homies? Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Ich glaube, die sind nur da, um uns zu ärgern. Kriege ich die dann irgendwie mit so einem Fitzi-Boom weg? Gott, da habe ich ja richtig kurze Reichweite zum Werfen. Ah, aber wir haben ihn erwischt. Jawohl, so kriegen wir die weg. Einer kam noch nach. Das müsste es dann noch sein. Ah, shit. Hat es jetzt beide erwischt? Ach komm, das hätte doch mal beide erwischen können. Ich glaube, der ist beschädigt, oder? Nein, das hätte... Warum trifft das... Ah, das war der letzte. Ach man. Wie viel Pech kann man haben? Das war leider der letzte. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir es denn hier? Wir können doch... Ach, wir brauchen Kaugummi. Jetzt die Buben können wir herstellen. Haben aber kein Kaugummi. Schade. Eigentlich lief es gar nicht so verkehrt. Nur das Ende gerade war ein bisschen... Ein bisschen ärgerlich. Ach, ja, war ich selber schuld. Entschuldigung. Ich wollte es schnell machen. So. Ja, mehr Fitzi-Boom können wir gerade eh nicht herstellen und Fitzi-Pop. Naja, wir machen mal noch ein paar Fitzi-Pop. Fitzi-Boom, aber keine klebrigen. So, habe ich noch den... Den Flammenwerfer? Nee, kann ich mir nicht leisten. Okay. Hey. Attacke, los. Sehr gut. So, den ersten fesseln. Den zweiten fesseln. Können wir gleich nochmal stehlen. Gibt's nochmal Klebeband? Sehr gut. Passt, dann machen wir einmal diesen. Dann brauchen wir, was braucht man als erstes? Das Klebrige? Ich glaube, zuerst kamen die fliegenden Viecher, ne? Ach, Mist. Wir haben nur zwei davon. Okay, den ersten haben wir. Jetzt brauchen wir die Steinbonbons. Mist, jetzt kommt der hier. Muss ja erstmal schnell damit abwerfen. Dass wir den hier kaputt kriegen. Haben wir. So, jetzt nochmal schnell ein klebriges. Hier drauf. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir eigentlich nur noch normales Fitzi-Boom. Aber damit kriegen wir den auch. Perfekt. Das lief dann mal richtig gut. Und jetzt schnell den oben noch fort. Jetzt kommt jetzt schon wieder ein neuer von oben. Hä? Aber oh, das Ding stand doch auf null. Nein, komm doch her. Ach komm, wegen dem Millimeter jetzt. So, jetzt haben wir ihn. Schnell wieder Bonbon. Jetzt haben wir erstmal alle Flugviecher weg. Ja, 23 Opfer, aber das ist okay. Hier kann ich nicht chanten, aber ich muss irgendwo hier oben chanten können. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Das war knapp. Und dann rutschen wir einmal runter, machen den... Nein, runterrutschen. Danke.
Gut. Haben wir das geschafft? Ja, war eigentlich ganz okay, oder? Ah, ich drücke mal doppelt. Feuerzeug haben wir bekommen. Zwei Stück sogar, nochmal drei. Jetzt den Flammenwerfer leisten können? Nee, da fehlt noch. Fehlt noch eine ganze Menge. Der ist leer, der andere ist auch schon offen. Wir gucken nochmal im Müll, auch nichts mehr. Hat er jetzt den Müll genommen? Nö, hat er nicht. Epoxidharz, leere Flasche. Und wieder eine Etage weiter hoch. Und glücklicherweise mal ein Checkpoint. Und jetzt habe ich die Idee meines Lebens. Du kommst mit. Wir packen dich da unten noch in das Portal, wo noch einer fehlt. Und dann kriege ich doch Skyrul. Jawohl, da haben wir es geschafft. War doch gar nicht so dumm. Ah, ich hoffe, das sind nicht mehr so viele Etagen. Das sind so ein bisschen die Parts am Spiel, die ich nicht ganz so mag. Chanten können wir nicht. Weil wir einfach da dieses eine Level hatten, was so verdammt kacke lief. Um es mal auf gut Deutsch zu sagen, dass ich davon echt ein bisschen gebrandmarkt bin. So, wir haben irgendwie gar nicht mal mehr so viel. Wir haben irgendwie kaum Mula. Hier können wir ein bisschen Leergut wieder abgeben. 35 Cent. Der Hebel ist unten in der Mitte. Haben wir irgendwo so eine Unendlichkeitsdinger? Bisher sehe ich noch keine. Das heißt, wir nehmen uns erstmal die Bonbons. Schalten den hier aus. Und fesseln den. Passt, da oben haben wir drei, aber das werden ja wieder so eine fliegenden Dudes sein. Ansonsten wäre das ja nicht da oben an der Decke dran. Das heißt, wir können auch den noch ausschalten. Hä? Ach komm. Ging doch die ganze Zeit über die Kante zu werfen, jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Machen wir halt diesen. Geht auch. Und wir fesseln ihn nochmal mit dazu. Und er hat hoffentlich noch ein bisschen Klebeband dabei. Ja, zwei Stück sogar. Passt. So, was passiert hier? Das Ding da oben geht zu. Da werden ja wahrscheinlich Gegner herkommen. Also wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir einfach unseren Homie hier stehen lassen. Ein bisschen Vorbereitung treffen. Dann kommst du nochmal mit. 40 Mula. Irgendwo hatte ich das doch gerade eben schon mal noch so einen Schalter. Wo war denn das? Eigentlich nur hier drüben gewesen sein. Hier unten. Komm runter. Und da geht das hier zu. Komm mal noch ein Stück. Ja. Perfekt. Dann machen wir das nämlich so. Und dann müsste es ja eigentlich passen. Mehr Schalter sehe ich erstmal nicht. Das heißt, hier oben die drei Fliegenden fix erledigt und dann... Jo. Dann müsste es eigentlich passen. Cool. Wir machen jetzt erstmal Schluss an der Stelle hier, weil es ist leider schon wieder Zeit für ein Folgenende. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier mit der Etage weiter und ich hoffe mal, dass es dann irgendwann hier oben aufhört und wir das Level geschafft haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Nee, 12 Uhr. Entschuldigung. Bis dahin. Macht's gut.